Bitte schau dieses Video bis zum Ende. Wir sind in unserem dritten Tag in Sri Lanka in ein Restaurant gefahren und haben von dort aus im Wasser etwas gesehen. Zuerst dachten wir, es ist ein Stein, aber dann ist uns klar geworden, dass es ein Elefant ist. Zuerst habe ich mich mega gefreut, einen wilden Elefanten zu sehen, aber dann ist mir klar geworden, dass der Elefant gar nicht wild ist, sondern eine Kette am Fuß trägt. Ein paar Einheimische haben den Elefanten gefangen, um ihn als Touristenattraktion zu benutzen. Und ich habe vom Restaurant aus beobachtet, wie sie den Elefanten weggeführt haben, um ihn dann wieder anzuketten. Und währenddessen haben die ihn so gepiekst mit so einem spitzen Haken, damit er sich wieder hinlegt. Ich vermute, sie haben ihn dazu gebracht, sich hinzulegen, damit er ungefährlich ist, wenn die Touristen kommen. Zu sehen, wie sie mit dem Elefanten umgehen und ihn anschreien, hat mir echt das Herz gebrochen. Ich habe dann beobachtet, wie eine Touristengruppe nach der anderen kam, um den Elefanten zu waschen, zu streicheln und zu füttern. Und natürlich wurden davon auch Fotos und Videos gemacht, um das Ganze für Social Media oder so festzuhalten. Und ich vermute, dass das Ganze etwas gekostet hat, also dass die Einheimischen daran verdient haben. Bitte unterstütze so etwas niemals. Elefanten gehören in die Wildnis. Und wenn dir ein Tuk-Tuk-Fahrer oder Taxifahrer so etwas anbietet, dann lehne es bitte ab. Und teile dieses